Das ist Johannes Schlüter, der Sonderbeauftragte der Bundesregierung für den ländlichen Raum. Viele ländliche Regionen leiden darunter, dass die jungen Menschen wegziehen und nur die Alten zurückbleiben. Doch Schlüter hat immer eine Lösung parat. Herr Schlüter, viele Junge ziehen von hier weg, weil es auf dem Dorf einfach keine Jobs gibt. Und das Internet ist ja auch ziemlich katastrophal hier. Kein Netz ist kein Problem. Ich habe ja neulich bei Facebook 4 Millionen Analog-Like-Daumen bestellt. Und da kann jetzt jeder quasi liken, wie er lustig ist, ganz ohne online zu sein. Kein Internet, keine Supermärkte, geschlossene Postfilialen. Schlüter zeigt den Dörfern neue Lösungswege. Meist kann man erstaunliche Synergieeffekte erzielen, wenn man verschiedene Aufgaben zusammenlegt. Doch, doch, die Jungs, die kommen schon noch zu ihrem Brand. Die müssen nur vorher noch 6 oder 7 Zalando-Pakete ausliefern. Auf dem Land gibt es auch viel zu wenig Ärzte und Krankenhäuser. Ja, das ist richtig. Und das haben wir konsequent zu Ende gedacht. Ich meine, bevor ihr auf dem Land der Arzt kommt, kann man auch gleich den Bestatter schicken. Der ist immer pünktlich und multifunktional. Ja, mein herzliches Beileid, Frau Sulke. Und hier ist Ihre Pizza Hawaii mit extra 4 Käse. Der Erfolg gibt Schlüter recht. Die Dörfer, die er berät, wirken schon nach wenigen Tagen viel lebendiger. Kein Netflix, keine Kinos, es fahren keine Busse. Wie wollen Sie verhindern, dass die jungen Leute alle abhauen? Nun, wir haben einfach das Bushäuschen zum dorfeigenen Netflix-Amazon-Kino umfunktioniert. Da laufen alle Staffeln von Game of Thrones und zwar on demand. Was willst du gucken? Staffel 7, Folge 5. Okay. Katarisch. Johannes Schlüter. Ein Mann macht die deutschen Dörfer fit für die Zukunft.